Elementar. Ach, komm schon. Aber ich muss aufpassen, weil die Tremere, das sind nur Neugeborene der Tremere. Wenn ich mich jetzt schon... Ich ziehe mich zurück. Wenn ich mich jetzt schon so blöd... Folgt meiner Führung. Ich halte ein. Ich muss gehen. Wenn ich mich jetzt schon so blöd anstelle... dann habe ich schlechte Karten. Weil die Neugeborenen sind nur das kleinste Problem. Wie gesagt, wenn man Pech hat, kommen hier mal Elementar-Golems. Mit sehr viel Pech treffen wir auch noch, oh, oh. Wo ist Serena? Sehr schön. Besserer Schutz für dich, meine Liebe, meine Teure. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, das Problem ist nämlich, wir werden nicht nur auf Neugeborene wahrscheinlich treffen. Mit viel Pech werden wir sogar auf Breitschwert, okay. Auf... Nein! Okay, knappe Tremere, die sind schon ein bisschen... härter. Elfenbeinbogen. Jetzt! Okay, Christoph. Schnapp ihn dir. Zu betreten. Leute, warum? Ach, typisch KI, ne? Also manchmal ist die KI für den Arsch. Leersaugen, leersaugen, leersaugen. Sehr schön. Zur Hölle mit euch! Zur Hölle mit euch! Sehr schön. Erstmal heilen. Eieieiei. Okay, folgt mir, meine treuen Gefährten. Ein Elfenbeinbogen, sehr gut. Den können wir vielleicht teuer verkaufen. Oder wenn wir Pfeile haben, wer kann den vorerst... Wilhelm benutzen. Da war ja echt hoch mit der Geschicklichkeit, oder? Nein! Elementar! Ja, komm schon. Christoph, trifft doch einmal. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, ohne weitere Schaden, gute Bestand. Diamanten, sehr gut. Die wird Christoph verkaufen. Ich glaube, alles wird dann soweit Christoph verkaufen. Silbermünzen immer wieder gerne. Weil er hat momentan die höchste Manipulation. Das wird dann auch was sein, was ich dann noch richtig hochdonner. Minimum 40, Maximum auf 50 oder 55, um die Sachen teuer zu verkaufen und billig zu kaufen. Breitschwert. Elfenbeinbogen, ich bin gespannt. Wilhelm? Nicht bestimmt. Okay. Ach, komm schon. Au! Wunderbar. Oh, da liegt was, oder? Ja, ein Dolch, in der Tat. Erstmal heilen. Und nochmal heilen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Manchmal macht die Blutheilung richtig viel Heilprozess. Oder man erlangt mit dadurch viel Heilung. Und auf der anderen Seite wiederum. Ach, da geht's schon zu Nummer 2. Ich will aber trotzdem hier das komplette Gildenhaus leer fegen. Serena, du darfst dich auch mal heilen.
Müsste reichen. Oh, Mann, bitte Blutstein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Entweder, was meine Vermutung wäre, entweder, wenn die Gruppe auf so ein Leucht zusteuert, dass dann, wie heißt's? Ich halte ein. Ich muss gehen. Dass ein Golem kommt. Oder aber, es ist zufallsbedingt. Träum weiter. Ich kehre zu euch zurück. Ich kehre zu euch zurück. Es brennt. Aua. Sehr gut. Ich muss gehen. Ich halte ein. Oh. Ich kehre zu euch zurück. Ich kehre zu euch zurück. Jetzt! Greift an! Das hier ist kein Platz für euch! Oh, sehr gut. Oh Mann, bitte, bitte, bitte. Zur Hölle mit euch! Jawohl, ja, Treffer. So, alles mitnehmen, was zum Mitnehmen geht. Oh Mann, Mann, Mann. Ich weiß allerdings nicht. Hä, was? Ach, da hinten! Lausus in corpore tremens mulieribus. Och nö! Das war jetzt zu viel. Das ist jetzt ein bisschen zu viel. Los, Sirena, trink. Da. Der Hunger wächst in mir und mein Tode naht. Leute, ich will jetzt nur ungern Blutsteine hier. Geistige Berührung, okay. Ich weiß immer noch nicht genau, was diese Schriftrolle macht. Ist wahrscheinlich so, wenn... Oh, Heilbalsam. Nun gut, wär's zum Verkaufen. Blutstein. Okay, ich hab jetzt... So. Ach komm, was soll's. Ich werd's, in Klammern, hoffentlich überleben. Komm, du kriegst dann noch so einen schönen Ring. Und du kriegst noch den Onyx-Ring, damit du auch ein bisschen mehr Erscheinung hast. So, da unten geht's schon zu Gildehaus 2. Da will ich allerdings noch nicht hin. Einmal, weil ich hier schon mal was... Ja, reichlich übersehen habe. Goldsack, okay. Mhm. Hier war ich nämlich noch nicht. Jetzt will ich was testen. Ich halte ein. Ich muss gehen. Langsam darauf zugehen. Und ein Todesalb. Ich glaube, ich bin... Nein! Jetzt komm schon. Todesalben. Das ist, sind eigentlich aus der Nekromantie
Oha. Was heißt aus der Nekromantie? Clausus incorpore tremens mulerus. Zur Hölle mit euch! Ey, hier geblieben. Blut her. So. Ach komm, dann. So. Christoph, heil dich. Todeshalten, die sind echt die schlimmsten Kreaturen der Kappadozianer. Also mit der Beschwörung halt. Oder nekromantische Beschwörung. Oh, Blutstein, sehr gut. Alter! Jesus! Ich hasse die Technik mit dem Feuer. Es brennt! Ich kehre zur Hölle mit euch! Ich kehre zur Hölle mit euch! Weil Feuer ist nämlich schwer haltbaren Schaden und das macht ziemlich viel. Ach. Ja, ja. Dann halt das kleine Vieh. Ja, komm schon. So. Was? Ey, Freundchen. Aussaugen. Weil Feuer ist, wie gesagt, schwer haltbaren Schaden. Macht halt viel Schaden. Jawohl, ja. Oh, oh. Zur Hölle mit euch! Jetzt komm schon. Oh, Christoph. Zur Hölle mit euch! Christoph, jawohl. Schriftrolle des Erweckens. Jawohl. Der Hunger wächst in mir und mein Tod naht. Erstmal heilen. Wilhelm, du wirst dich heilen. Christoph, du hast doch einen Blutstein gefunden, ne? Sehr schön. Ich halte ein. Ich muss gehen. So, jetzt. Das hier ist kein Platz für euch. Ich kehre zu euch zurück. Ich kehre zu euch zurück. Noch ein Blutstein. Sehr gut. Es brennt. Aua. Zur Hölle mit euch. Da wäre jetzt auch Seelenstärke gar nicht mal so schlecht, weil das schützt, absorbiert nämlich etwas von dem schwer haltbaren Schaden. Zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Er hat doch gerade auch was gefunkelt. Da. Ich dachte gerade schon. So. Was? Eine Lederhaube. Ach, wie süß. Ach, da. Ich dachte gerade. Noch ein Blutstein. Oh, sehr gut. Ich brauche jetzt viele Blutsteine. Das nächsthöhere. Kriegs. Okay. Das nächsthöhere, was nach einem Blutstein käme. Huch. Ein Goldsack, auch nicht schlecht. Ist, glaube ich. Schriftrolle des. Oh, sehr gut. Einmal. Zweimal. Sirena.
Wilhelm. Das nächste, was, glaube ich, nach einem Blutstein käme. Unbekanntes Vitae ist, glaube ich, Kainiden-Vitae, genau. Irgend so ein Adels-Vitae. Was 100 Blutpunkte bringt. Oi! Eine Axt. Gut, Wilhelm kann noch Sachen tragen. Bevor wir allerdings ins Gildehaus der Tremere Nummer 2 reingehen, erstmal wieder zurück, die Sachen verkaufen. Ich bin am Überlegen, ob ich mich auch kurz ausruhen soll und die Erfahrungspunkte ausgeben soll. Für Widerstand, Körperkraft und so weiter. Wäre vielleicht gar nicht mal so blöd, weil ich habe keinen Bock, dass es wie beim Tunnel der Nosferatu, wie bei Ortelius, dieser miese Drecksack der Nosferatu, dass es genauso passiert. Unorna. Da ist mal rein. Hi. Hier sind meine Waren. Verkaufen, verkaufen, Heilbalsam. Oh, nee, das... Vergiss es. Weg durch den Abgrund, Erweckens, geistige Berührung. Ach komm, verkaufen. Hebe ich so weit auf. Ich, griechisches Feuer. Blutperle. Das ist auch nicht schlecht, aber teuer wie die Sau. Erhöht Blut um 55, das sind Blutsteine viel besser. Okay. Könnte ich verkaufen für 170? Nein! Jetzt habe ich es wirklich mit Wilhelm verkauft. Ach, egal. Vitae-Flasche. Heer der Untoten. Was machten die nochmal? Blutigen Ekstase. Mann, dass es irgendwie nicht dran steht. Austreibung des Tiers, Schutz des Schattenmantels, Heer der Untoten, Seelenruf, Todesall beschwören, Geschwindigkeit, Schattenmantel, Feuerball, Geschwindigkeit, geistig. Könnte vielleicht ein paar Blutperlen holen. Wie läuft eure Suche, mein Kind? Habt ihr die liebreizende Aneska gefunden? Nein, noch nicht. Die muss im... Die ist ja... Man hat mitbekommen, sie war ja auf der Suche nach einem Heilmittel, was uns von dem Vampirfluch befreit. Und anscheinend gab es auch menschliche Sklaven, unter anderem darunter Aneska. Und die ist anscheinend im Apothekenteil gefangen genommen. Aber bevor wir hingehen und alle befreien, sowohl die Brucha Prometheer, als auch die anderen Vampire und die Sterblichen, müssen wir uns das mal ausrüsten. Guten Tag, junger Herr. Guten Tag, beziehungsweise guten Abend. Erstmal alle Waffen verkaufen. Oh, 1588, nicht schlecht. Guten Tag. Guten Tag. Oder guten Abend. Sehr schön. Guten Tag, junger Herr. Erstmal verkaufen, verkaufen, verkaufen. Okay. Leichter Helm, Vollhelm, Rundschwert.